und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Einem neuen Pokémon-Projekt, nachdem Infinite Fusion jetzt zu Ende ist. So traurig. Ruhe. Ich habe noch nichts von dir gesagt. Au. Geh weg. Und zwar einer Pokémon Egglock mit Alpha Saphir. Ja, und Baloo ist jetzt in der ersten Folge dabei. Sag Hallo. Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich beleidigt. Nein, jetzt darfst du Hallo sagen. Wir Hallo. Spielen auf Deutsch. Nein, bitte. Lass mal auf Italienisch spielen. Das ist so cool. Okay. Die Regeln findet ihr alle unten in der Videobeschreibung. Das ist quasi eine Nuzlock, nur dass ich meine Pokémon gegen Eier von euch austausche. Die wir im Stream alle ertauscht haben. Ja. Miri. Ich. Yay, und ich sehe das ganze Geschehen mal als Alpha Saphir. Ich habe ja nur Omega Ruby durchgespielt. Herzlichen Glückwunsch. Yay, das ist bestimmt so anders. Ja, guck, das ist blau und nicht rot. Das sieht so cool aus. Warum habe ich das eigentlich nicht gespielt? Blau ist mehr meine Farbe. Deswegen hast du auch Pokémon Y gespielt, was auch rot ist. Ja. Du Arsch. Gewonnen. Hallo? Oh, sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich fand das so cool, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, weil es einfach genauso ist wie damals in den Originalspielen. Stimmt. Mein Name ist Birk. Aber jeder nennt mich nur den Professor Pokémon. Ja, er sagt es falsch rum. Ja, das ist sehr irritierend. Das nennen wir ein Pokémon. Na, mit kleinem E. So süß. So cool. Ja. Ich habe gehört, das ist verboten. Auf dieser Welt leben viele dieser Wesen, die wir Pokémon nennen. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen, als Freunde, die zusammen spielen und einander helfen. Ja, das ist schon mal Drambock da. Manchmal schließen wir uns auch mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegen Gleichgesinnte aus. Nils. Doch obwohl wir ihnen so nahe stehen, wissen wir nicht alles über Pokémon. Nein, Tropius. Pokémon bergen noch viele, viele Geheimnisse. Diese Geheimnisse versuche ich mit meiner Forschung zu lüften. So viel zu mir. Tschüss, Falbini. Tschüss. Wer bin ich? Ich bin Miri. Guck mal, Natsumaril jetzt als Kuscheltier dahin, hast du es gesehen? Ja. Und wer bist du? Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Oh, das ist schwierig. Bitte, spiel einen Jungen. Mist. Verrätst du mir auch deinen Namen? Mein Name? Baloui. Bauli. Bauli. Ich hab keinen Stift. Wo ist der Stift? Warte, was? Da hinten ist ein Stift drin. Ja, okay. Wie heißt du denn? Mori? So weiß ich, wie ich Möri die Nein, nenne. Nein, aber das O ist da so nah dran. Und das reagiert irgendwie nicht, der Touchscreen. Ja, er wurde schon viel benutzt. Okay. Jedes Mal sehr irritierend, diese Zeichen. Ich muss das umändern, die Tastatur. Du heißt also Miri. Du heißt also Miri. Ah, jetzt erinnere ich mich. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Du bist die Miri, die in einem Heimatort Wurzelheim ziehen wird. Ja. Gut, dass man schon die Map hat. Also gut, bist du bereit? Dein Abenteuer kann nun beginnen. Hab Mut und stürze dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Träume und Freundschaft warten. Wir werden uns sicher bald wiedersehen. Komm einfach in meinem Labor vorbei. Gut, dass das viel zu schnell ist, der Text. Ja, ein bisschen. Wahrscheinlich im Englischen geht's einfacher. Was? Das ist ein Quatsch. Was machen denn kleine Kinder, die noch kaum lesen können? So, nein, ich wollte das lesen. Das weiß ich nicht. Was steht denn hier Grünes in der Ecke? Eine Pflanze, Blume? Ist das ein Tannenbaum? Was? Ja, so ein künstlicher Tannenbaum. Okay. Hüpf. Boah, wie weit ich springen kann. Hast du das gesehen? So amazing. Wow, jetzt ist der Wagen so klein. Wo ist er überhaupt hergefahren? Über Wiesen und Wälder? Ja, anscheinend. Miri, da bist du ja, Schatz. Die Fahrt im Umzugswagen zwischen all unseren Sachen war bestimmt ermüdend. Und ich glaube, das ist verboten. Nein, was? Ist total normal. Aber jetzt bist du ja endlich da. Willkommen in Wurzelheim, unserem neuen Zuhause. Na, wie gefällt es dir? Ich finde dieses Dorf richtig idyllisch. Hier kann man bestimmt wunderbar leben, findest du nicht auch? Und du bekommst natürlich dein eigenes Zimmer, Miri. Also komm, lass uns reingehen. Yay. Ja, kann ja nicht jeder in der Küche schlafen, ne? Naja, wahrscheinlich
So wie meine Mutter. Na, was sagst du, Miri? Drin ist es auch ganz gemütlich, oder? Wir haben schon eine Luftmatratze. Guck mal, die haben das Azumarill schon rausgeräumt, hast du es gesehen? Nee, hatte ich nicht gesehen. Oben stand es auf dem Regal. Die Pokémon der Umzugsfirma übernehmen für uns das Einräumen und das Saubermachen. Wie sauber machen? Das ist sauber. Das ist sowas von praktisch. Machomai. Wie Mai? Das ist ein Macholo. Machomai, Mai, Mai. Ja, es ist kein Machomai, es ist ein Macholo. Das kann ich mal seinen Namen richtig sagen, ja. Vielen Dank für alles, gute Arbeit. Mai, April, April. Du bist so doof. Da ist es, Azumarill, jetzt sehe ich's. Ja, siehst du. Ja, ja. Wenn es noch einmal Machomai sagt, na, dann hau ich es. Schau dir doch mal dein Zimmer oben im ersten Stock an. Fatih hat dir als kleines Umzugsgeschenk eine neue Uhr gekauft. Stell sie bitte richtig ein, Miri. Was ein tolles Warum Geschenk. Warum kann mir mein Vater nicht eine Uhr schenken, die sich selber einstellt oder die wenigstens eingestellt Funk-Uhr ist? Funkuhr, wäre ja mal was. Und warum ist pink? Das passt dir gar nicht ins... Oh, oh Labrath! So cool. Was hatte ich denn da an Relaxo? Ja. War viel ja klar. Cooler. Wie viel Uhr ist es denn? Ach, das wird bestimmt übernommen. Oh. Automatisch vom DS. Hoffen wir mal. Wie viel Uhr ist auf deinem DS? 18. Das ist nicht richtig. Eine Stunde daneben. Ich meine, das ist okay. Ja, ist noch Winterzeit. Oder Sommerzeit, wie auch immer. Miri, wie gefällt dir dein neues Zimmer? Wie ich sehe, ist alles wunderbar aufgeräumt. Sehr schön. Unten ist auch schon alles komplett eingerichtet. Pokémon-Umzugshelfer sind wirklich praktisch. Und kostet wahrscheinlich nichts. Ach ja, schau mal nach, ob auch auf deinem Schreibtisch nichts fehlt. Ja. Die haben sogar mein Buch für mich aufgeschlagen. Ja, das ist das nett. Nicht? Oh, und ein Geschenk das da oben. Ein Geschenk. Ja, sieht alles gut aus. Musst du da jetzt irgendwas mit dem Buch machen? Miri blättert. Oh nein. Nein, ich habe einen Fehler gemacht. Da, Wii U! Eine Wii U! Wii U, Wii U! Und dass das Ding hier gar nicht gefährlich nah an der Treppe liegt. Nö, lass uns das runterschmeißen. Nee. Oh, da bist du ja, Miri. Schnell, komm schnell her. Schnell! Schnell! Da Fernsehen! Das siehst du? Das ist die Arena von Blütenburg City. Ich glaube, Fatih ist gleich im Fernsehen. Interview. Also, und das war unsere Reportage über die Arena von Blütenburg City. Es folgt eine Ankündigung zur Astronomie-Show, der alle Welt bereits ungeduldig entgegenfiebert. Nee, nicht wirklich. Oh, schon vorbei. Dum dum. Wenn Fatih wirklich im Fernsehen war, dann haben wir ihn leider verpasst. Schade. Oh. In dieser Stadt wohnt einer von Fatihs Freunden. Professor Birk ist sein Name. Oh, von dem habe ich schon mal gehört. Ja? Wann? Hab ich ein Buch gelesen. Gleich nebenan. Schau doch mal bei ihm vorbei und sag Hallo. Hallo. Aber ich will nicht rausgehen. Geh zu fremden Leuten. Draußen ist Real Life. Sitzt die Katze auf unserem Tisch. Ja, guck, da ist Azumarill. Schöne Küche. Und meine Mutter schläft da auf dem Teppich davor. Ich habe gehört, Frauen brauchen auch keinen. Reicht doch einen. Und was steht hier hinten in dem Glas drin? Was ist da drin? Ein Pokémon. Bestimmt ein Frosch, der die Leiter hoch und runter klettert ja, und sagt, welches Wetter wird. Wetterfrosch. Gibt sowas noch heutzutage? Wo sollte ich hingehen? Das Labor oder nebenan? Nein, dann nebenan, hat er gesagt. Okay. Ich habe ihn nicht zugehört. Oh, aber er ist. Hi! Da. Oh, hallo, wer bist du denn? Ich bin Balui. Ah, du bist Miri, unsere neue Nachbarin. Ja, ich bin Balui. Freut mich sehr. Wir haben einen Sohn in deinem Alter. Er freut sich schon darauf, dich kennenzulernen. Ich glaube, er ist oben in seinem Zimmer. Ich hoffe, ihr werdet gute Freunde. Das ist aber nicht Professor Birk. Nee, nicht? Nee. Die Mutti schläft auch hier vorne. Das ist heutzutage modern. Frauen schlafen in der Küche. Ach so, cool. Könnten wir auch einen Teppich in die Kirche machen, dass ich da schlafen kann? Ja, immer gerne, mein Schatz. Der sieht aus wie ich in meinem Let's Play. Oh, was? Sicher? Wow, haben die sich Illuminati. Pokémon quietschfidel. Items verstaut. Fehlt noch was? Was fehlt denn jetzt noch? Hi, ich bin Miri. Hi, wer bist denn du? Ich bin arrogant und hochnäsig. Ja, schon irgendwie. Du heißt Miri? Ah, jetzt weiß das ich, hast du eingeatmet, das hast du gerochen. Ja, das ist dein Parfüm. Ah. Ich wusste nicht, dass du ein Mädchen bist. Mein Vater, Professor Birk, hat mir erzählt, dass nebenan das Kind eines Arenaleiters einzieht. Irgendwie habe ich automatisch gedacht, du wärst ein Junge. Arsch. Ich heiße im Übrigen Brix. Freut mich, dich kennenzulernen, Nachbarin. Aber Moment mal, hast du etwa kein einziges Pokémon, Miri? Hey, wie wär's? Soll ich eins für dich fangen? Ja. Aber nein, Mensch. Der Ausdruck. Sonst hätte ich's vergessen. Ich hätte meinem Vater versprochen, ein paar wilde Pokémon für ihn zu fangen. Einen anderen mal, okay? Okay. Bye.
Okay. Hahaha. Jetzt nicht sein. Nimm seine Wii U mit und den Fernseher. Los. Den Fernseher und die Wii U. Okay, das kann ich tragen. Ah, ging nicht. Oh, es tut Mädchen, mir so leid. So es tut mir so leid. Seine Mutti, oh, wenigstens hat sie ein Buch zum Lesen. Ja, sie sitzt nicht einfach nur dumm rum. Ja. So, wo ist jetzt Professor Burg? Hallo. Müssen wir rausgehen? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube, der lässt die nicht. Nee, ich glaube, das Kind redet nur mit uns. Ja. Dann, nee, warte, da schreit doch jemand. Okay. Ich kann da hinten jemand schreien hören. Was soll ich tun? Was sollen wir tun? Jemand muss doch helfen. Hilfe! Oh nein, so ein wildes Ding. Das könnte er einfach wegtreten, ne? Der stellt sich so an. Einfach einmal treten und weg ist es. Hilfe, du da drüben, bitte hilf mir. Schau in meinen Beutel, darin findest du ein paar Pokébälle. Und jetzt kommt das Tutorial für Pokébälle. Und welchen Starter nehmen wir? Was glaubst du, über was? Was freut sich am ehesten in der Box zu liegen? Gagabor? Gagabor. Flamely? Nein. Flamely, weil wir das beide nicht. Ja, okay, genommen hatten. Dann Flamely. Das ist gerecht. Aber Logok. Logok. So dramatisch. Oh nein, er will das Vivien. Also das Vivien kann ich bald nicht mehr sehen. So oft, wie wir das beim Wundertausch kriegen. Aber Vivien kriegen wir doch nie. Wir kriegen Zigzagoon. Ja, stimmt. Ja, also stimmt. Ist deine ja. Argumentation. Guck mal, das Huhn hat ein Po. Was, man sieht das Po-Loch. Schon gesehen? Oh, stimmt. Was soll denn das? Das ist doch nicht sein. Da hat er. Guck. Das kann doch nicht sein. Man das sieht haben das wir nicht Po-Loch wirklich gemacht. Von Flamely. Aha. Ultra seriös, was wir hier wieder bringen. Oh Mann. Puh. Ich habe im hohen Gras Pokémon beobachtet, als ich plötzlich von einem angesprungen wurde. Du hast mich gerettet, ey. Voll nett. Vielen Dank. Voll nett, ey. Oh, warte mal. Bist du nicht Normans Tochter Miri? Ja. Ich habe dich gar nicht erkannt. Du bist auch ganz schön groß geworden. Gleichfalls. Aber das hier ist nicht der Ort für ein Schwätzchen. Komm doch bitte in mein Pokémon-Labor. Aber meine Mama hat gesagt, ich soll nicht mit Fremden in ihre Pokémon-Labore mitgehen. Hier, bei mir gibt's auch Süßigkeiten. Guck dir mal meine Pokémon an. Ja. Oh Mann, Hilfe. Hallo, wie alt ist das Kind? 10? 12? 12? 12. Na schön, Miri. Dein Vater hält mich immer für dich auf dem. Dein Vater hält mich immer über dich auf dem Laufenden. Aha, warum? Deshalb weiß ich zum Beispiel auch, dass du noch kein einziges Pokémon hast. Doch, wir haben jetzt eins. Aber dafür hast du dich im Kampf echt gut geschlagen. Tja, in deinen Adern fließt eben das Blut deines Vaters. Ich hab's. Als Dank dafür, dass du mich gerettet hast, möchte ich dir das Pokémon schenken. Oh, so lieb. Das du eben eingesetzt hast. Yay! Ja, nee. Aber ja, wir hatten es doch schon. Er hätte uns einfach noch ein weiteres geben sollen. Willst du deinem Flamely gleich einen Spitznamen geben? Oh nein. Oh ja. Oh nein. Nenn's Flammwurst. Nein. 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 Ich habe nein gesagt. Wie hast du immer den Chat umgestellt? Hier mit dem Pfeilen hin und her. Das kann man? Ja. Cool. Wenn du dich erst einmal mit Pokémon beschäftigst und Erfahrungen sammelst, wirst du bestimmt ein unglaublich guter Trainer, so wie Balui. Mein Sohn Briggs stellt gerade auf Route 103 Nachforschung zu verschiedenen Pokémon an. Hast du nicht Lust hinzugehen und zu schauen, wie es bei ihm läuft? Nö. Nee. Ach, sei doch nicht so. Du solltest dich wirklich mit meinem Sohn treffen. Okay. Im dunklen Wald. Großartig. Briggs wird sich sehr auf dich freuen. Von ihm kannst du lernen, was es bedeutet, ein Trainer zu sein. Ach ja. Wenn du dich verlaufen solltest, dann wirf einen Blick ins Kartennavi deines Pokémon-Multinavis. Dort kannst du deinen aktuellen Aufenthaltsort überprüfen und nachsehen, wo Route 103 ist, falls du zu dumm dafür ganz bist. Ganz rechts im Wasser. Auf der sich Briggs gerade befindet. Falls sich dein Pokémon unterwegs verletzt, nimm es mit zu dir nach Hause und gönn ihm etwas Ruhe. Tutorial. Sag mal, kann ich jetzt eigentlich schon Pokémon tauschen? Weil ich habe die Eier nicht auf dem Spiel hier. Ich befürchte nicht. Pssst? Nein, ich habe hier unten noch kein Pssst. Nee, der Button fehlt noch. Ist alles nicht da. Tja. Ja, da wird das erste Ei getauscht. Keine Eier tauschen, ja. Wann geht denn das erst? Interessant. Vielleicht, wenn die Force-Story beendet ist. Ich hoffe. Ich ja, hoffe es sehr. Ich hoffe auch. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dann bekommen wir... Ich glaube, der gibt dir das, oder nicht? Der Sohn da, gibt dir den Teil, was du dafür brauchst oder so? Ich hoffe es. Gut. Dann würde ich aber sagen, das war's mit dem ersten Part. Im nächsten Part haben wir hoffentlich unser erstes Ei. Ja. Und können das ausbrüten. Wir haben schon ganz viele Eier.
Ja, aber zum Ausbrüten das erste Ei. Ja. Also im Team, du verstehst. Habe ich auch vorher schon verstanden. Wollte nur noch ein bisschen auf die Eier eingehen. Gut, dann schaltet morgen wieder ein. Bis dahin macht's gut und tschüss. Schlaf gut. Tschüss. Ja, tschüss.